Eishockey-Fans zu Hause, es ist endlich Weihnachten für mich. Das Stanley Cup-Finale, Spiel 5, Vegas Golden Knights gegen die Washington Capitals. Washington führt 3-1 in der Serie, können heute also den Sack zumachen, aber bis dahin dauert es noch lange. Jetzt gehen wir mal rein in die Arena, auf geht's! Leute, wie geil ist das denn? Schaut euch mal diese mega geile Arena an. Ich kann nicht mehr. Brutal. Jetzt schauen wir mal runter zum Platz. Das ist der Platz, der Place to be heute in der T-Mobile Arena. Und da unten geht es in circa eineinhalb Stunden los. Und dann heißt es, let's get ready to rumble! Eishockey-Fans zu Hause, es gibt einen neuen Stanley Cup-Gewinner 2018. Das sind die Washington Capitals, die überhaupt zum allerersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Stanley Cup gewinnen können. Was mich besonders freut, Philipp Kubauer, der Rosenheimer, gewinnt überhaupt als allererster deutscher Torhüter diesen Stanley Cup. Also Freude pur. Auf der anderen Seite auch ein weinendes Auge, denn mein Mentor und mein großes Vorbild, Dave Pryor, der bei den Vegas Golden Knights Torwarttrainer ist, hat leider verloren. Bitte, bitte, bitte. Aber ich bin mir sicher, das Motto hier in Sin City lautet Vegas Strong. Und die kommen nächstes Jahr noch stärker zurück. Und Washington, viel Spaß beim Feiern. Ciao for now.